Heute geht's gegen Edo. Wie schön ist das denn bitte? Ich freue mich sehr, ich habe mich gründlichst mit ihm beschäftigt. Nicht nur das. Ich habe diesmal viel Geld in die Hand genommen und einen Spion in seine Stadt geschickt, um ihn auszuspähen, um seine Larven zu sehen, um alles, was er so vorhat, zu beobachten, um sehr gut gewappnet zu sein für das Spiel. Ich würde sagen, wir schauen einfach gleich direkt mal rein, was mein Spion so herausgefunden hat. Moinsen Leon, ich bin jetzt hier gerade in Nürnberg angekommen. Jetzt Das ist müssen sehr wir mal spannend. gucken, Ja. ob wir den Edo hier irgendwo finden. Ich habe schon hier so Okay. seine Festung ausgemacht. Ja, ich glaube, da hockt er irgendwo drin. Hier sind auch Interessant. schon die ersten Akolyten, die da rumlaufen. Ich meine, ich habe gehört, hier gibt es ein Wenigstens Adi ist Schloss. schlauer. Da werden wir sicher fündig. Und wenn ich ein paar Käfer sehe, dann weiß ich, er ist ganz in der Nähe, ja. Also, heute 2-0. Wir kriegen das irgendwie hin. Mach's gut. Perfekt. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht wissen. Besser kann man sich nicht auf so ein Spiel vorbereiten. Wer so viel Geld in die Hand nimmt, in dem Fall ich, was soll passieren? Ich glaube, ich weiß, was Edo spielen wird. Ich ahne es. Dank meines Spions. Vielen, vielen Dank an Changer. Das war echt teuer, ihn darunter zu schicken. Aber es war jeden Euro wert, oder? Leute, was sagt ihr? Also viel Spaß jetzt gegen Edo, Playing Ducks Mate. Guter Kollege, ich schätze ihn sehr. Raro Land hatten wir eine schöne Zeit zu zweit. Und muss sagen, ein guter Typ. War echt nett mit ihm. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Hoffentlich eine spannende Series. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. So, Freunde, da haben wir die Statements. Das Kevin-Statement von Edo, wo ein bisschen auf die aktuelle Balance eingegangen wird. Und Leon schickt Changer nach Nürnberg, um Edo zu scouten. Das ist auch, das haben wir noch nie erlebt. Das ist Das ist genial. der wahre Grund, warum Changer heute postponen musste und nicht gegen AD vorspielen konnte. So ist Jetzt es. wissen wir es. Jetzt wurde es hier aufgedeckt. Also, vielleicht bin ich ein bisschen zu früh mit diesem Statement, aber die Statement-Qualität der Meisterschaft Frühlingssaison 2023 ist um Ligen besser als alles, was wir vorher gesehen haben. Das Scar-Statement, jetzt schicken wir Spione los, es werden Leute nachgemacht, mehr oder weniger. Es ist, also die Jungs kriegen alle Daumen, die ich habe, gehen weit nach oben. Ja, der Game-Name kriegt auch einen Daumen nach oben. Ja, da geht wirklich auch einen Namen nach oben. Den werden wir aber nicht verraten. Dafür Nee. verraten wir den Leuten die Maps, die wir jetzt sehen zwischen Leon und Edo. Leon, Veto, Shallowgrave und Springtime. Bei Edo haben wir Concealed und Autumn Leaves. Dafür als Pick Tidehunters für Leon. Das ist auch unsere erste Map. Und Last Refuge für Edo mit Northern Isles als Decider. Ja, Edo hat ja im Prinzip schon verraten, was er vorhat. Er will hier die Königin der Käfer will er auspacken. Und ich glaube, Leon wird damit auch rechnen. Wie gesagt, er hat ja auch seine Spione losgeschickt. Das heißt, er weiß ganz genau, was da los ist. Hat ja auch schon von Larven gesprochen in seinem Statement. Also der weiß Bescheid. Und ja, mal gucken. Also Last Refuge ist ja die Map, auf der Edo gegen Todd auch gewonnen hat. Das lief ganz gut. Last Refuge ist natürlich eine Map, wo man gut expandieren kann. Tidehunters das auch, aber gerade in dem Matchup, glaube ich, werden wir von beiden sowieso Expansion-Versuche sehen. Northern Isles sehe ich ein bisschen mehr in Richtung Leon. Last Refuge sehe ich ein bisschen mehr in Richtung Edo. Und Tidehunters das ist so ein, ja, ist im Prinzip das 50-50-Ding, so würde ich so. Wenn ich jetzt einschätzen müsste, würde ich das so grob sagen. Das sind ganz gute Einschätzungen. Auch interessant, dass Leon hier Springtime vetot. Hat da keinen Bock auf das, was der Boy uns am ersten Spieltag gezeigt hat gegen Todd, auf dieses Expansion-Ding in der Mitte. Das soll es heute also nicht geben. Nee, zumindest da nicht, aber wer weiß, ob wir sonst noch irgendwelche dreisten Expansions sehen werden. Also, ich sag mal so, ich würde Edo jetzt auch zutrauen, dass er einfach hochrennt auf Tidehunters und bei Leon dann der Natural expandiert oder so. Das wäre für Edo. Ja, okay.
Wir sind ready und die Spieler sind ready. Edo ist hier in Position. Der gute Leon ist auch am Start. Zwei sehr sympathische Typen mit toller Vorbereitung auf den Statements und hoffentlich auch auf der Map. Ich habe gehört, hier gerade im Statement von Edo, der Leon, der besiegt Happy jetzt auf einmal. Im Human Mirror hat er, glaube ich, da gewonnen, ne? Das war im Weekly Cup, aber auf der Ladder, ja. Auch im Human gegen Undead. Ja, hat er tatsächlich auch. Einzelne Maps natürlich, also von so 10 Maps dann mal so ein oder zwei, aber es ist durchaus schon vorgekommen, ja. Alright, wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle. Worum geht es heute? Natürlich für Leon geht es um nichts weniger als die Playoffs. Und da Francis gerade das Match verloren hat, ist hier natürlich ein bisschen Wiedergutmachung angesagt. Nachdem, da kann jetzt ein großer Sprung gemacht werden. Er könnte der erste Spieler sein mit 10 Punkten, wenn es hier ein 2-0 gibt. Auf der anderen Seite hat Edo natürlich erst 2 Spiele. Hat noch ein Nachholspiel gegen Skars, weil letzte Woche ausgefallen ist. Da kann es also hier die Punkte, also bis 4 Punkte geben. Dementsprechend kann es an Tebejack vorbeigehen. Und ich glaube, wir haben genug gesagt. Es geht los. Die erste Map des heutigen Abends. Im zweiten Spiel, im letzten Spiel. Zwei Leute, die sich gut kennen, die wir gut kennen. Es ist Leon gegen Edo. Da haben wir die beiden. Wohin geht die Reise? Es ist ein wildes Matchup, wo viel passieren kann, wo man viel T3 sieht, wo man viele Expansions sieht. Wer ist heute in besserer Form? Leon oder Edo? Werden wir sehen. Edo lässt auf jeden Fall Worten Taten folgen und startet mit dem Cryptlord, wie zu erwarten war. Und auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, ob Leon hier auch die Fast-Exe auspackt. Ich denke, es ist das Wahrscheinlichste, dass wir auch da eine Expansion sehen werden. Aber wie Edo schon sagte, Leon ist vielseitig. Könnte auch sein, dass wir vielleicht sogar One-Base-Push oder sowas von ihm sehen werden. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber auch nicht für unmöglich. Wir schauen mal rein. Auf Titan, das gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal oben expandieren, einmal unten expandieren. Oben einfacher zu creepen, weniger Belohnung für den Spot. Unten dafür vielleicht ein bisschen überraschender, aber auch schwieriger zu creepen. Und, oh, das ist eine Creep-Route, die man eher so aus dem Human Mirror kennt. Direkt drauf aufs Lab. Ja, wahrscheinlich, weil er auch bei Edo mit dem Cryptlord rechnet und damit rechnet, dass da eben kein direktes Harassment oder so kommen wird hier von ihm. Scoutet auch natürlich direkt unten mit einem Putzi parallel dazu und wird sehen, dass Edo hier jetzt mit dem Cryptlord ankommt. Der hat sich schon den Skull geholt, Skull auch direkt gezündet und nutzt ihn hier direkt, um eben seine Expansion frei zu creepen und direkt auch die Goldmine. Gar kein Ziggurat First oder so, sondern sofort die Goldmine gebaut von Edo. Okay, der wird sich auch denken, gut, Leon ist busy mit seiner eigenen Expansion. Ich habe hier auch noch ein bisschen Zeit. Und je früher die Goldmine gebaut wird, desto früher ist sie fertig. Logische Rechnung von den beiden. Aber Leon, der hat hier ein richtig starkes Item gefunden. Illyrius Rune of Accuracy. Mehr Damage für alles, was irgendwie Range hat. Archmage, Water Elemental, Gyros, Rifles. Da kann man schon gut mit arbeiten. Ja, durchaus. Und Edo hat ja gesagt, diese Level 3 Water Elemental hat da ein bisschen Schiss vor. Und aktuell sieht's hier, weiß ich gar nicht, ob es eine Exe aussieht. Da jetzt laufen die Militias nochmal hoch, direkt zum nächsten Spot. Also der Archmage wird relativ schnell Level 3 werden und rennt jetzt auch schon runter, während er sich oben das Level 3 durch den Militias holt hier, der gute Leon. Der hat seinen Mantel aber da vergessen am Turtle-Spot. Verliert einen Passant an die Creeps. Ola, das sieht gar nicht mal so gut aus. Und auch der Tech ist sehr, sehr spät. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was Leon hier so spielt, rennt. Der steht durch den Power Creep, aber der Archmage ist jetzt Level 3 und steht in der Gegnerbase. Das ist richtig, da kann er auf jeden Fall ein bisschen Trouble machen, aber weil Edo nicht im Tech ist, ist das gar nicht so wild. Hat immer noch 5 Echos, kann die immer noch nachbauen und es wird halt keine zweite Base gebaut von Leon und nicht getaggt. Der Cooldown, 2 Stück hier schon weg, nicht getaggt, richtig. Von Edo Boy hat er allerdings natürlich auch nicht getaggt. Ja, aber er hat eine zweite Base. Er hat eine zweite Base gleich genommen. Aber 3 Ghoule jetzt schon down. 4. Und der 5. da oben ist auch hart angeschlagen. What the? Ja, Wasser-Elementargeister, ganz schön stark. Die sind wohl aus der Quelle, die Tomla gerade angesprochen hat. Ja, das sieht so fast aus. So, einen Akku hat er auch noch weggekriegt. Und jetzt geht Leon oben und fügt seine eigene Expansion auch nochmal frei mit dem Lichter.
Also, Leon greift jetzt gerade die Mainbase an, parallel die Expansion und expandiert. Just human things, hä? Was man früher über Nachtelfen gesagt hat, das sieht man jetzt hier von Leon. Crazy Multitasking. Und das Ding, die Echse, die kommt. Das ist, habe ich noch nie gesehen. Also, ich hatte schon immer so ein bisschen die Idee, also man muss halt seine Footmen benutzen, um den Undead sich nicht entfalten zu lassen. Aber so ist crazy. Hackmatch Level 4 und einfach die ganze Map mit Militias weggecreept hier von Leon. Eieiei, an der Echse auch einige Akolyten noch verloren. Baut jetzt nochmal fleißig Akkus nach. Die Echse kommt durch. Und oh, guck mal hier, Edo direkt mit 4 Akolyten, die er danach zieht. Hier, die zur Expansion laufen. Eine Rubian Tower steht auch. Ja, also economy-technisch hat Edo schon einiges verloren. Trotzdem steht die Echse. Aber Leon hat da das Level 4 auf dem Arkmatch, ne? Das hat er. Quasi wie auf Last Refuge immer. Da liegt auch noch eine Klaue, da liegt noch ein Mantel am Turtle Spot. Hätte der jetzt dabei, dann hätte er schön plus 10 Damage auf dem Archmage. Und Edo kriegt ihn irgendwie nicht zu fassen. Nicht so richtig, aber Leon auch 0 Wut jetzt aktuell. Natürlich, wenn du die ganze Zeit Militias, dann ist es schwierig, da irgendwie noch Holz zu sammeln. Jetzt, oh, der versucht das Surround auf den Archmage, der ist geslowed vom Nerubian Tower. Und jetzt hat er ihn und Impel wäre ready. Und Leon TP'd aber rechtzeitig. Wäre wahrscheinlich eh nicht genug Damage gewesen, von daher spart er sich lieber das Mana. Und auf einmal haben wir hier irgendwie 2-Base-2-Base mit Tech von Edo und Level 4 von Leon und das alles nach 6 Minuten. Schon, ja, also Tech ist er noch nicht drin, der Leon, ne? Wie gesagt, Holz fehlt ordentlich. Hackt aber jetzt auch schon an der Expansion Holz, hat hier 4 Worker an der Echse. 5 in der Main. Also, das sieht ganz okay aus. Dürfte gleich ganz gut auf Holzlevel sein. Holt sich jetzt nochmal ein Stealth Teleportation gerade. Creept in der Mitte, holt sich direkt auch nochmal die Boots dazu. Und ja, positioniert hier den Sentry Wall in der Mitte. Kann so weiterlaufen für Leon, glaube ich. Edo allerdings schon in Tech drin und jetzt auch Level 3 für den Crypt Lord. Level 2 Käfer sind da. Und Tech läuft, wie gesagt, von ihm. Also 2-Base, 2-Base. Altar wird nachgebaut für Edo. Und jetzt konzentrieren sich beide aktuell so ein bisschen aufs Creepen. Oder macht Leon jetzt nochmal einen Push rein? Ja, gefällt mir ganz gut, dass er sich hier so positioniert. Ansonsten, wenn der Edo zu viel Zeit lässt, dann ist der Crypt Lord auch relativ schnell auf Level 4. Mit Beatles kann man gut creepen. Dementsprechend kommt es jetzt hier zum Creep Jack. Turtle geht auch an Leon. Holla. Geht einfach straight auf den Archmage. Der hat einen Staff, aber reicht das? Sieht ganz gut aus. Item geht dementsprechend zwar in Edo, aber die Erfahrung an Leon und die scheint hier wichtiger zu sein. Der Arkmitch hat sich zur Expansion gestufft. Jetzt wird hier an der Echse der Shop gebaut. Man kennt es von Newman, man baut es, wenn man es braucht. Jetzt einfach direkt Powerbuild hochgezogen. Und ja, Leon jetzt im Tech zu 50% ungefähr ready. Lumbermilk kommt auch und jetzt wird er anfangen, hier sein Städtchen aufzubauen. Und da sieht es nach Zeppelin Drop aus, wie Edo es auch schon angesprochen hatte. Tja, und ist er dafür ready? Es werden auf jeden Fall Tower gebaut. Ein Spirit Tower an der Echse, plus natürlich den Narrow, den wir schon gesehen haben. Double Narrow in der Main. Und gleich gibt es dann Tier 3 immer noch eine Menge Ghoule. Also man darf hier Edo nicht abschreiben. Cryptlord scaled ganz gut momentan, bis dann irgendwie Tier 3 am Start ist. Leon braucht noch eine Weile bis zu seinem eigenen Tier 2. Also hat hier nur Archmage und Footman und spielt gegen eine Menge Beetle und jetzt auch Fiends und einen Decay. Auch wenn das alles ganz gut aussah, der ist ja noch nicht safe. Ah, Impel ganz gut durchbauen. Arkmech allerdings sofort gerettet hier mit dem Zeppelin. Leon bleibt weiter drin, greift hier die restlichen Käfer an. Edo jetzt surrounded. Und Edo hat kein TP, aber hat einen Cloak. Aber sofort reagiert hier mit der Farm am Laboratory. Wird hier revealed und jetzt hat Edo hier ein Problem, denn der Krypton ist down und der Arkmech ist Level 5. Awesome games done quick. Jetzt haben wir Water Elementals Level 3. Bei Minute 8. Das ist insane. Die Beatles werden einfach weggeschwemmt. Oh, wir haben Web. Hoppala. Muss er jetzt auch ein bisschen aufpassen. So sicher kann er sich jetzt nicht mehr fühlen. Auch der Staff ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Aber, jo, da haben wir die Hydro-Homies. 50 Damage pro Stück. 800 HP. Da hat Edo momentan nichts gegen. Macht hier ganz gut Push. Edo hat einen DK jetzt als Second Hero. Tackt auf T3, baut Double Slaughterhouse, also es sieht nach dem Master Destroyer Push aus. Und dann mal gucken, wie schnell Leon da hier gegen was aufbauen kann. Jetzt erst die Blacksmith im Bau, tackt auch auf T3. Oh, und Edo wird hier relativ schnell auf Destroyer kommen und noch hat Leon da nicht viel entgegenzuwirken. Aber
Der Crypt Lord ist auch noch gebancht. Oh, Keul. Ja, das kann man natürlich, wenn man sonst gerade nicht so viel in der Hand hat, dann einfach mal eine Keule werfen. Braucht nur noch zwei. Und jetzt gehen wir auf Double Sanctum. Okay, Breaker Tier 3. Interessante Wahl. Ah, geht weiter aufs Water Elemental, aber da ist jetzt hier die Zeit auch abgelaufen. Die ersten Statues sind da. Und jetzt pusht Leon, um hier abzulenken und Zeit zu kaufen. Und versucht hier das zweite Slaughterhouse irgendwie zu kriegen. Aber muss auf den Arc-Mage aufpassen. Der nimmt jetzt erstmal seine Healing Potion. Zeppelin ist weiterhin gewappt. Die ganzen Ghule werden mit rausgezogen von Edelboy. Weitere Fiends kommen dazu. Baut auch immer noch nicht auf dem zweiten Slaughterhouse. Und der Crypt Lord braucht noch ein bisschen, bis er rauskommt. Gut, jetzt klopfen drauf auf die einzelnen Fiends. Vier Stück an der Zahl. Edo jetzt mit 5 Fiends drin, der ist halt auch noch da und versucht natürlich jetzt die Statues rauszunehmen, denn die sind potenziell gleich Destroyer. So, die 2000, da Crypt Lord jetzt zurück, aber der ist, oh, ist der eingebaut, der Crypt Lord? Nein, der macht den Human Cosplay, ich glaube es hakt. Edo, ich weiß, Human sind stark, aber du brauchst und ich muss doch denen noch nicht alles nachmachen. Oh, bei MK jetzt auch mit drin, Healing Potion aber geholt, die erste Fiend geht down, Level Up für den GK auf Level 2. Ah, Leon mit nur knapp 35 Supply. Bleibt er jetzt trotzdem weiter drin? Der Arc-Mage feuert seine Feuerbälle raus. Okay, er muss das tatsächlich. Hat Ziggurat verkaufen müssen, um hier mit dem Crypton rauszukommen. Jetzt ist TP gegen das Impale. Aber geht der Mountain King vielleicht noch down? Nein, reicht nicht. Und jetzt haben wir Magie-Immune-Units. Die Breaker kommen. Die können dann natürlich gleich auf Tier 3 die Beatles übernehmen. Von daher ist das schon mal useless. Können auch nicht aufgespießt werden. Von daher ist Impel auch nicht so schlagkräftig. Und als Anti-Air werden wir eine Menge Gyros sehen. Normalerweise. Da haben wir aber erst einen Workshop. Das ist ein bisschen wenig vielleicht. Und Edo, der hat ganz schön Bock auf endlich mal Counter-Aggression. Ja, der fängt jetzt hier an zu pushen. Noch kein Destroyer in der Luft. Wir haben, wie gesagt, einen Workshop, zwei Tower, die noch kommen. Und ansonsten nur Spellbreaker. So wirklich Anti-Air ist da nicht. Die Third Heroes kommen auch mit Lich und Paladin. Drei Statues sind noch drin in der Undead Army. Oben läuft der Mountain King mit den Boots of Speed jetzt zum Marketplace. Fängt auch an zu creepen. Also Destroyer können natürlich die Spellbreaker nicht angreifen, das ist klar, aber die Destroyer können den ganzen Rest angreifen und vor allem die Water Elementals auch ganz gut mit rausnehmen. Und der erste Destroyer ist jetzt in der Luft und da haben wir auch schon das erste Dispel. Okay, Mountain King hat eine große Mana Potion, Archmage hat einen TP, Mountain King hat aber vielleicht gleich kein Healing mehr oder keine HP mehr, muss sich hier hochheilen. Fiend wird ganz gut weggesnackt, auch denn mit dem Destroyer geht es gar nicht mehr so gut, aber durch eine Coil wird der gesaved. Oh, die Ghoul attackieren die Breaker oben. Interessanter Split. Und Leon muss die Beine in der Hand nehmen und überall hinrennen. Ah, Leon flüchtet mit dem Arc-Mage nach rechts, der Rest der Armee nach links. Das ist natürlich jetzt suboptimal von ihm, dass die Armee nicht vereint ist. Und jetzt erst hier Flex, die jetzt erforscht werden. Erster Knight ist jetzt da, zumindest hier für den Boden kann er ein bisschen was auffahren, aber in der Luft wird es schwierig gleich hier für Leon. Also wenn du gegen Edo nicht für Anti-Air sorgst, dann hat dein Spion was falsch gemacht. Die Destroyer nehmen alles auseinander. Dem Archmage geht's auch nicht mehr gut. Paladin haut hier nochmal ein Holy Light rein. Das läuft, aber die Tower, die werden nicht reichen. Der klassische Edo. Leon kriegt zwar einen Kill, aber es war nur der Lich. Und der ist gar nicht mal so wichtig im Vergleich. Es geht ja um die Destroyer. Auch der Death hat ein Problem. Das ist wichtig. Ja, kommt aber nochmal weg. Genauso wie der Archmage. Der kriegt jetzt hier noch ein Holy Light verpasst. DK relativ defensiv und Leon, der geht einfach auf die Heroes vom Gegner und schlägt Edo zumindest hier den Heroes in front. Oh, da kommt nochmal der Hammer geflogen auf den Crypt Lord. Deathlight versucht in Reichweite zu bleiben für die Aura, aber es reicht nicht. Crypt Lord auch dann. Double Hero Kill zumindest rausgeholt von Leon, der jetzt aber in seiner Expansion gerade alle Worker verliert. Das ist nicht gut. Er hat halt keine Mittel gegen, gegen die Destroyer. Und auch die Ghule reißen diese Breaker auseinander. Und so gut es Hero-technisch aussieht für Leon, umso schlechter sieht es Army-mäßig aus. Ist aber gleich schon Level 6 für Mass Teleport, was auch absurd ist. Ah, Edoboy hat den Crypto in der Taverne wieder geholt. DK schon Level 3 durch die ganzen Kills. Das ist eine Units. Der kriegt aber direkt den Hammer ins Gesicht und da ist auch weg. Da kann er nochmal einen Abstecher machen an der Taverne. Das hat nicht so viel gebracht. Es gibt aber gar keine so direkten Fights mehr, weil Edos Army einfach weiterhin oben die Exe auseinander nimmt und damit auch die Gyros verhindert. Und der restliche Fight, ja gut, wenn man gegen Undead Magie ohne Units spielt, dann ist das halt ganz gut, ne? Der Human Hero nochmal down, was für ein riesen Block von Leon das war.
Prime Human Hero Nuke hier einfach ein Held nach dem anderen fällt, während Edo oben weiter mit den Destroyern einfach durchkloppt. Aber drei Flying Machines, die reichen nicht aus. Jetzt ist die Frage, wie lange hält die Base hier unten noch gegen die Hero-Combo von Leon? Es ist so abs... Das ist also ein verrücktes Game. Knight fällt, aber dafür bezahlt der auch teuer. Und der Archmage ist Level 6. Must Teleport. Der kann nach Hause gehen, wenn er will. Baut die Workshops in der Base nochmal nach. Flag Cannon Upgrade ist am Start. Ja, da verliert jetzt jeder eine Base. Einer die Exe, einer die Main. Oh mein Gott. Edo spielt hier komplett StarCraft gerade. Heroes braucht keinen Runch. So, jetzt hier Double Hero zurückgeholt an der Taverne. DK und Lich. Expansion down von Leon. So, jetzt die restlichen Flying Machines hier oben werden sich vorgenommen. Lich hat den Orb, greift damit an. Und er könnte eigentlich per Mass-Teleport jetzt da hoch und sich wieder die zwei Heroes holen, ne? Aber ja, stattdessen rasiert er unten nochmal eine Runde durch die Mainbase und killt ihm hier einfach einen Sieger nach dem anderen. Und wir brauchen Anti, ja? Wenn er stattdessen einfach die Heroes killt. Die spielen einfach beide so ihr eigenes Game. Ja. Der wird gar nicht großartig auf den Gegner reagiert oder auf die Armee vom Gegner reagiert. Da macht einfach jeder, was er will. Jetzt werden sich die Ghoul noch vorgenommen. Edos Mainbase ist vielleicht Geschichte. Kommt hier zurückgelaufen mit den beiden News. Kriegt das Level 8 nochmal für den Lich. Jetzt die Destroyer da. Hauen direkt die Dispels rein. Aber kann natürlich nichts machen gegen die Spellbreaker. Okay, jetzt Mass Teleport Archmage raus. Okay. 54 Supply Edo. Und 48 Leon. Goldmine wird wieder neu gebaut. Und Leon, der läuft direkt einfach wieder runter. Mit dem Level 3 MK, dem Level 2 Pala. Und dem Level 6 Archmage. Ich bin höchstgradig verwirrt, was in diesem Game passiert. Wir haben jetzt einige Gyros. Die Frage ist, reicht das? Flag Cannon ist am Start. 0-1 Upgrades ebenfalls. Sie haben natürlich auch gut Vision. Damit weiß Leon, was die Sache ist. Da ist auf dem Boden nicht mehr viel. Es fehlt einiges an Fiends. Und da können die nicht mal schön gewebt werden. Wir haben auch keinen Cryptlord oder so. Und eigentlich sollte das fast schon reichen. Geht auf den Lich, der wird nochmal gecoilt. Aber davon gibt es nicht mehr so viele. Das war die letzte Coil hier. Und jetzt hat er hier ein paar Flying Machines doch noch irgendwie auffahren können. Und die nehmen jetzt die Destroyer raus. Surround auf den Lich. Der kriegt nochmal Frost Armor, aber es reicht nicht. Lich weg. Und gleich, dem DK geht's nicht gut. Die Destroyer sind alle angeschlagen. Jo, da fliegt der Hammer, wie du gesagt hast. Kriegt er den... Ja, na klar. Ah, nee, doch nicht. Ja, klar. Doch nicht so klar. Der DK kommt nochmal weg. Aber mein Gott, wie viele Helden sind in diesem Spiel gestorben? 20? Ja, Edo läuft zurück Richtung Mainbase, wo der Lich gerade wieder... Also der Altar, der ist hier Dauerbetrieb. Ja, der ist busy. Das ist Akkordarbeit hier. Okay, jetzt geht's auf den DK. Alles drauf. Hammer, Holy Light, Breaker Attacks. Der kriegt keinen Mana mehr. Und die Destroyer, so gut sie waren an Leons Echse, gegen die Gyros gehen sie unter. Holy Light offensiv genutzt auf den DK. Der läuft ganz weit zurück, holt sich doch mal ein TP, um hier irgendwie wegzukommen. Aber der Mountain King, der hat Bock, der ist doch schon wieder hier den Hammer am Schleudern. Da brauchst du noch ein bisschen Mana allerdings, bis der ready ist. Aber der Deathmatch geht trotzdem down. Da hat mir auch nicht geholfen. Und jetzt wieder auf die Mine drauf. Nicht nur der Mountain King hat einen Hammer, auch der Paladin, den hat er kurz hochgehoben. Und damit holt sich Leon das Game. Er sieht nicht so amused aus, wie wir es sind, aber oh, das war wichtig. Nach der verlorenen Series gegen Kevin, direkt so ein wildes Game und das auch noch siegreich beenden. Hat er gut gemacht, der Leon. Ja, ich glaube, bei Leon kann man so einen KD-Counter einblenden, wie hier in den ganzen Shootern. 7-0 ist er übrigens. 7 Hero-Kills? Ja, 7 Hero-Kills gegen 0. Ja, gut. Schon, Und dann beschweren sich die Humans immer über den Anit Hero Nuke, oder wie war das, ne? Ja, Colnova. Hast du schon mal einen Hammer und einen Holy Light an den Kopf gekriegt? Das ist echt so. Das hat ganz gut rausgeklopft. Okay, nächste Map, Last Refuge. Bin ich gespannt. Da konnte Edo Tod schlagen. Mal gucken, wie er sich gegen Leon anstellt. Der spielt ja einfach sein Ding, ne? Da kommt Destroyer und ja, dann gehe ich einfach in die Gegnerbase. Ja, das ist einfach. Einfach wird nicht drauf reagiert oder so. Einfach, ja. Ich mach mein Ding.
Und Leute, ich möchte gerne mal wissen, wie euch dieses Match gefallen hat. Es gibt wieder was zu gewinnen von der Technica und vom ESL-Shop. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Wir haben hier einen schönen Hype-Meter neben Slash und der muss gefüllt werden. Schafft ihr es bis zum ersten Herz, gibt es 25 Euro für einen von euch schönen Menschen da draußen. Schafft ihr es bis ganz nach oben, gibt es einen 50-Euro-Gutschein. Dann könnt ihr das, den Neo-Cosplay machen und euch so ein schönes ESL-Shirt holen. Herzen in den Chat für Leon und Edo und die ESL-Meisterschaft und die Technica, die dieses Hype-Meter für uns so wundervoll präsentiert. Wir geben euch ein bisschen Zeit, aber wir gehen nicht in eine Pause, sondern wir schauen uns hier Leon und Edo noch mal kurz an. Voller Fokus. Leon ist ja eigentlich ein freundlicher, netter Kerl, aber wenn wir den hier auf diesen Kameras haben, ne, dann ist der immer so ernst, als ob es hier um Leben und Tod geht. Ja, es ist serious business hier für den Mann. Es ist serious business. Ja, aber es ist wirklich immer krass, so wenn er nicht gerade mit dir spricht, dann guckt er echt immer grimmig, aber sobald du ihn ansprichst, grinst er dich einfach nur an und ist super, super lieb. Das ist wirklich so von jetzt auf gleich, zack, Schalter umgelegt bei dem, ne? Ich leg auch einen Schalter um, Slash, und zwar den Bumper-Schalter. Mach das. Zwei spielenden Enten gehen sich wieder an der Hälse. Unten links haben wir den Edo-Boy, oben rechts haben wir Leon und an den Heldenkonstellationen, da hat sich schon mal nichts verändert. Wieder den Cryptlord, wieder der Archmage. Und normalerweise ist Last Refuge immer die Map, wo der Archmage schnell levelt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell wir hier Level 5 sehen. Joa, was hast du eben gesagt? 8 Minuten hat er eben gebraucht, ne? Jo. Wann ist hier Awesome Games Done Quick? Wann kommt das? Es war letztens, glaube ich, erst. Sommeredition kommt man, wieder, ne? Genau, kann man schon mal für die Sommeredition trainieren. Ja. Ja, es gab ja mal diesen, bei Florentin hier, bei Creepcheck, gab es ja mal, dass wer am schnellsten sein Hero auf Level 3 creept, ne? Oder wie war das? Mhm. Ja, das kriegt der Demon Hunter jetzt natürlich in 40 Sekunden hin. Ja, das ist richtig. Das könnte man vielleicht... Das geht jetzt, muss man mal eine neue Rangliste aufstellen. Hey, es gibt ja diesen Weltrekordhalter auf der Creepjack-Seite. Vielleicht muss man da echt mal nochmal was versuchen. Hm. Kann man mal angreifen, die Rekorde. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ich bin gespannt, ob Leon diesmal seine Items aufhebt. Ah, ne, kann er ja gar nicht, weil sein Archmage ist schon wieder ganz woanders. Rennt einfach wieder direkt runter mit dem Archmage. Und Edo, der... Oh, der rennt durch die Creeps, beziehungsweise... Ne, die sind geweckt worden vom Footy und schmeißen erstmal die Endsnares raus. Oh, das ist nicht so gut. Nervig, ja. Nach diesem wilden ersten Spiel jetzt gleich wieder so anfangen. Suboptimal. Und der Archmage ist direkt hier. Da mache ich mal ein bisschen Platz auf dem Bildschirm. Und drauf geht's auf den Harass. Leon, wie gut sind deine Last Hits? Deine Surrounds sind immer perfekt. Aber Edo hält den Kasten hier noch zusammen. AM steht hier für Aggressive Mage in dem Fall. Kommt direkt runter. Und kloppt hier die Feuerbälle drauf auf Edo Boy. Und der muss erstmal wieder zurücklaufen. Nichts mit Echse. Das ist nicht gut. Ich meine, bei Leon sieht es nicht anders aus. Das scheint so ein bisschen sein Bild für heute zu sein. Späte Echse, dafür sehr viel Harass am Anfang. Bin gespannt, wie sich das hier auf Last Refuge ausgeht. Level Up auf Level 2 für Leon. Und was macht Elo Tech auf T2? Ja, Elo Tech jetzt auf T2, also Strategie doch nochmal geändert. Leon ist noch auf T1 und rennt jetzt wieder mit Melichas raus. Also vielleicht dann doch noch die Echse für Leon. Das ist schon ganz schön spät. Diesmal hat er aber, glaube ich, nicht so viel Melichas gebraucht wie auf Tidehunters. Von daher sollte der Tech dann trotz Echse auch schneller sein als gerade eben. Aber auch Edo rennt wieder rüber mit dem Akku und versucht auch nochmal quasi im Tech jetzt zu expandieren. Riecht aber direkt wieder ab, kriegt das Level 2. Und jetzt muss Leon hier ein bisschen aufpassen vorm Impale. Hat natürlich noch sein TP. Aber stört hier doch wieder ganz gut, währenddessen oben hier wieder. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Millionen rennt einfach rum. Was? Der hat alle Holzworker mitgenommen? Slash, dieses Spiel ist das Äquivalent zu kotzenden Pferden, die auf fliegenden Schweinen reiten. Oh, und der Byron Clyde anhaben. Das war ein schönes. So, jetzt wird hier gecreept mit 12 Melissa. Access to Ende gecreept. Ja, und jetzt kann Leon da oben expandieren. Das
Zack, fertig, aus. Ja, wer braucht Army? Anscheinend Leon nicht. Ist aber gerade Meta. 10 Hitpoints, regelt. Ja, da haben sie sich beschwert wieder, die Humans, ne? Ja. Wenn man den Undead busy hält, dann sind sie nicht bei dir in der Economy. So einfach ist das manchmal. Level 3 für den AM. Ja, mit den 8 Minuten, wenn er jetzt fleißig weiter creept. Aber jetzt geht Edoboy erstmal zum Angriff über, währenddessen der die Echse im Bau hat. Ja, kann man mal machen, ne? Die Echse während des Techs bauen. Das ist alles so weiße Flecken auf der Landkarte hier gerade. Alle Timings sind auf jeden Fall komplett weggeschmissen, die ich jemals gesehen habe. Stimmt allerdings, ja. Ja, aber jetzt wird Edo, wie gesagt, aggressiv, rennt drüber mit dem Cryptlord. Der hat aber auch kein TP mehr. Glaubst du, auf Face liegt er noch? Die nimmt er erstmal mit. Ja, sicher. Ist ja schließlich auch ein Mann des Handels, der gute Edo, ne? So. Und zack, direkt der nächste Footy down. Aber Leon, der pumpt auch Footy so ohne Ende nach hier. Und das ist einfach nur da rübergerannt, hat das eine geholt und rennt wieder weg. Ja, war ja auch nicht wirklich ein Handel, ne? Das war ja, da wurde der arme kleine Arbeiter seiner Belohnung beraubt. Das ist richtig. So, aber jetzt, oh, Edo mit drei Ghoulen oben rein. Jetzt hier ein Run-By parallel gestartet. Surround! Der ist dicht! Wie ist denn der dicht gewesen? Impel versucht da drunter herzuschlüpfen, hat nicht geklappt. Oh, der Footman fällt, aber ich glaube, der ist immer noch dicht. Da ist der Cryptlord wieder drauf. Das ist Hero Kill Nummer 8. Das ist Nummer 8 tatsächlich, ja. Ja, die drei Ghoule da oben, die haben aber schon ein bisschen randaliert. Zwei Peasants sind schon down, aber jetzt kommt der Arkmage zurück, kann dort versuchen zu verteidigen. Währenddessen Edos Echse, denn der Ruby entsteht. Und T2 ist schon da für Edo Boy, genauso wie der DK. Ja, bei Leon ist der Tech aber auch fertig. So gut wie. So gut wie, ja. Auch noch ein bisschen. Archmage kann das jetzt hier natürlich locker mit einem Hochdruckreiniger einmal durchspülen. Und dann ist die Gefahr hier auch gebannt. Und Edo muss halt mal wieder seinen Held nachbauen oder nachkaufen. Von daher ist das wieder ein teures Early Game für den Boy. Nächster Käfer wird sich vorgenommen. Archmage jetzt in der Map-Mitte. Nachkaufen ist noch nicht für Edo. Der hat nämlich noch bei weitem nicht genug Gold. Der hat die gerade für den Altar ausgegeben. Ja. Alter, da wird der Cryptlord nachproduziert, Slaughterhouse kommt und Tell auf die 3 von Edo ist schon geklickt jetzt. Ja, und jetzt läuft die Echse mit 5 Akolyten und jetzt ist die Frage, wie viel Damage kann Leon jetzt in der Undead Base machen? Also Slaughterhouse dürfte auf jeden Fall abgebrochen kriegen. Jo, also ich weiß in diesem Szenario nicht so viel über Timings, aber das ist ein wundervolles Timing. Cryptlord nicht da, Slaughterhouse gecancelt, Base immer noch weit offen, Tier 3 gerade erst gestartet. Archmage lockt nochmal die Creeps an, holla. Das sah schon fast nach Absicht aus, bisher aber noch keinen großen Nutzen rausgezogen. Und da will das nächste Slaughterhouse hochgezogen werden, aber auch das wird gecancelt. Jo, auch das wird gecancelt. Edo versucht jetzt nochmal mit dem zweiten Tower an der Echse hier. Spirit Tower wird errichtet, währenddessen creept er hier in der Mitte. Ja, nee, war ein Footy, den er sich da noch vorgenommen hat. Death Knight ist jetzt da. Cryptlord ist jetzt auch wieder zurück. Also hat seine beiden Heroes wieder am Start. Und Leon, hier geht einfach voll auf eine Mine drauf. Und stufft jetzt oben nochmal raus mit dem Archmage. Oh, er stufft in die Main Base. Oh, auf Slaughterhouse. Nimm Edo sein Lieblingsspielzeug weg. Wenn der keine Destroyer hat, dann hat er keinen Spaß. Jetzt verliert er jetzt zwar zwei Footmen, aber die will er eh rausrotieren, weil er gleich schon auf Tier 3 ist. Und mit dem Stuff geht er jetzt weiter hinten drauf auf Slaughterhouse. Nimmt das zweite raus. Oh, das ist schon. Also das ist schon 200 EQ-Move hier von Leon. Richtig schön. Aber das Slaughterhouse kommt. Endlich. Jetzt wird es auch repariert. Geht wieder ein bisschen auf die Economy. Aber es ist immer noch ein Win, weil, ja klar, es ist jetzt Level 3 und Level 1 Undertale. Das ist nicht so angsteinflößend. Ja, wobei auf der Human-Seite eben auch nur Level 3 und Level 1 sind. Also der Unterschied ist nicht so krass. Impel durchgezimmert hier. Level 2 Impel übrigens. Diesmal nicht die Käfer auf 2. Die Ghoule kümmern sich um die Footmen. Edo Techno auf die 3 kann natürlich keine Akkus aktuell nachbauen. Aber die Footies, die gehen alle down und das ist ordentlich XP jetzt hier für den Undead. Jo, die sind gefangen in der Base. Das dauert jetzt ein bisschen, die zu killen, weil die sich ganz gut positionieren. Aber jo, das ist viel Erfahrung. In der Zwischenzeit geht's weiter drauf. Wir haben das dritte Slaughterhouse von Edo. Habe ich das gerade wirklich... eins auf Reserve. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich das gerade wirklich gesagt, aber jetzt wird's gecancelt. Ja, und Harris hier weiter mit seinen beiden Heroes. Nächstes Slaughterhouse ist fertig. Der Spirit Tower ist noch da. Jetzt kommt Edo wieder angelaufen mit dem
Mittlerweile Level 2 DK, also Aura ist da, aber da geht einiges an Akolyten down. Und jetzt Townporte von Leon raus. Cole kommt nochmal geschmissen auf den Akku, um ihn zu saven. Ja, also er hat definitiv ordentlich Zeit erkauft hier. Jo, die Defense von Edo war ein bisschen besser fast sogar als im ersten Game, würde ich sagen. Level sehen okay aus, diesmal hängt er nicht so weit hinten dran, aber Leons Tier 3 ist halt durch und jetzt wird's richtig, richtig eklig für den Undead. Klar, gibt's ja nochmal einen Destroyer-Push und so. Ja, Holzprobleme, ne? Da sind 18 Holz noch gerade. Ja, der hat aber auch gerade erstmal nochmal einiges investiert in Breaker und Upgrade und der hat gerade alles rausgehauen, was irgendwie geht. Das wird sich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen egalisieren oder ausgleichen. Diesmal auch sehr viel schnellerer Double Workshop als gerade eben. Also gegen den ersten Destroyer Push sollte er nicht so viele Probleme haben, glaube ich. Nur, er ist Supply Blocked. Das ist ein Problem. Unter anderem Triple Hero jetzt auch da für Edo, aber der ist auch Supply Blocked. Sigurd kommt von ihm. Destroyer Update ist jetzt in der Pipeline. Ghoul Frenzy gerade fertig geworden. Da sind doch ordentlich Ghoule da. Da sind zwei Statues da. Wenn das Sigurd fertig ist, kann er pushen. Will sich aber erst nochmal hier ein bisschen XP holen, aber Leon, der sagt, nö, ist nicht. Mit weiter Harass. Da gibt's keine ruhige Minute. Da wird natürlich gecreept, aber natürlich dann irgendwie nur mit Militia, wenn man eine ruhige Phase ist. Jetzt kommen Knights dazu. Breaker auch immer ganz nett. Und wir haben einen Lich, wir haben einen Orb. Weiterhin kein TP oder irgendeine Potion. Aber wir sind 11 Minuten auf dieser Map. Und guck mal, wie viele Creep-Spots noch da sind. Das stimmt allerdings. Nochmal eine Call geschmissen hier, um den Käfer zu retten. Der rennt nochmal rein. Oh, Nova! Und die Haus. Pauli Light gerade hat er noch reingekommen hier auf dem Kerl. Kriegt aber nochmal den Impel ab, weil dann das Fokusfeuer sofort ist gezündet von Leon. Er rennt direkt vorne wieder rein. Zwei Knights sind da. Ja, alles geht auf den Creeplord drauf. Edo Boy muss sich hier zurückziehen. Hat auch immer noch keine Destroyer in der Luft in der Creepspot. Der geht an Leon. Okay. Und damit haben wir die Potion. Oder wahrscheinlich eine Potion. Vielleicht auch Wand of Mana Stealing oder so. Aber Edo, der hat das Ganze noch nicht ganz aufgegeben. Weiß, der Mountain King ist nicht da. Der wird repariert am Castle. Und Mana ist noch am Start. Level 4 Archmage. Okay, ganz nett. Pali kriegt die große Heal Potion. Die braucht er vielleicht auch gleich. Jo, die braucht er auf jeden Fall gleich. Haut da nochmal ein Invo-Potion rein. Level 4 ist wichtig. Die Call kommt noch geflogen auf den Cryptlord. Der wird noch ein letztes Mal gesaved hier. Muss aber jetzt aufpassen, weil der hängt gedamaged. Keine Items da, keine Calls mehr da. Auch der Lich bleibt trotzdem weiter drauf. Geht hier wieder auf den Käfer. Der wird zurückgezogen. Bloodlust hier auf den Knights noch geklaut von den Creeps. Und das ist alles Zeit für Leon, die er hier ordentlich investieren kann. Für Anti-Air-Units. Der Lich rennt nochmal nach vorne. Braucht nochmal ein paar Schüsschen hier raus. Aber der Stuff auch wieder genutzt hier direkt für die nächste Unit von Leon Mountain King. Back in Business mit den Boots, kommt er da schnell angelaufen, der kleine Zwerg. Und jetzt haben wir schon hier 1, 2, 3, 4, 5 Flying Machines, die sich jetzt der Armee nähern. Und Edo hat noch keinen Destroyer in der Luft, geht jetzt aber auf Abos. Und Banshees. Zumindest nehme ich das an, dass es Banshees sind. Double Temple, er weiß, dass Knights kommen und das beste Mittel gegen Knights ist, sich die Knights zu klauen mit Possession. Bis dahin braucht es noch eine Weile. Supply-mäßig ist Leon hier vorne. Edo kann keinen wirklichen Fight eingehen. Er will unbedingt creepen. Und das kann er jetzt auch endlich mal. Den Level 2 Coil, Level 2 Lich. Er braucht auf jeden Fall auch Frost Armor. Edo braucht hier Zeit. Und Leon wird ihm die wahrscheinlich nicht geben. Aber Leon weiß schon genau, was Sache ist. Kommt mit dem perfekten Counter, Fragmentation Shards, mehr Breaker. Der hat einen guten Read. Ja, vor allem ist er gerade einfach mit den Flying Machines über die Base geflogen und hat alles gesehen. Jetzt kommt das hier ist ja, da hat der Changer, da ist der, fliegt der Changer im Gyrocopter drin nämlich. Ja, so, das kann gut sein. Jetzt kommt hier der Fight sofort, das Dombot übergeschmissen auf den Death Knight. Der hat viel Damage schon gefressen. Nova direkt nochmal hinterher auf den Mountain King. Death Knight kommt tatsächlich nochmal raus und der Cryptor versucht hier einiges wegzublocken. Banshees sind jetzt da, allerdings ist das Master Training noch ganz weit weg. Aber Banshees steht vorne drin mit der Disease Cloud, verbreitet sich hier komplett durch die Human Army. Alles ist angeschlagen, die Human Army. Stormbolt kommt auf den Death Knight. DK fällt Level Up für den Mountain King. Kriegt allerdings die Gegenzug nochmal die Rufa verpasst. Holy Light schafft ihn nochmal zu heilen. Hinten ein einsamer Spellbreaker kümmert sich noch um die Creeps. Aber Edo's Frontline, die geht jetzt hier immer weiter den Bach runter hinten. Der Mountain King schön zurückgemacht. Jetzt geht es die einzelnen Vierens drauf. Edo Boy, knapp 20 Supply weniger wie Leon. Der pusht jetzt hier komplett durch. Rennt mit dem Knight nochmal nach vorne. Hat schon einige Stuffs gezündet. Holy Light kommt auch wieder rein. Nächster Knight wird aber gehalten. Jetzt Townbottle raus von Leon. Er denkt sich, warum soll ich hier Risiko eingehen? Und safe damit nochmal sein Mountain King. Letztes Holy Light war auch nochmal da. Edo schafft es noch einmal zumindest in die Flucht zu schlagen. Und der nächste Kampf mit Master Banshees könnte wieder anders aussehen. Okay, da haben wir noch ein bisschen Luft im Tank. Luft im Tank? Nee, Luft im Tank ist schlecht, ne? Bisschen Kraftstoff im Tank, aber es muss weiterhin gewartet werden auf die Possessions und selbst dann, so viele Staffs wird es gleich geben mit 400 Gold. Oh, Highground Lich! Ah, da willst du nicht sein, Kollege! Das ist schlecht, die Aussicht war gut, aber ist sie nicht mehr. Direkt vom Hügel ins Grab.
Oha, und jetzt rastet der MK hier nochmal aus, schmeißt direkt nochmal einen Boil auf die nächste Fiend. Jetzt kommen die Flying Machines nah an, die machen natürlich jetzt nicht so wirklich viel Damage. Paar Drop Bombs sind da, glaube ich. Ah ne, das waren die Frag Shards hinten, die reingeballert kamen von den restlichen Mörders. Und Edo, der muss wieder Schutz in der eigenen Base suchen. Und er kommt einfach nicht dazu, die Armee zu bauen, die er hier braucht, weil Leon immer irgendwie dazwischen schlägt. Ja. Oh, es ist immer noch so ein weiter Weg bis zu diesen Master Banshees. Und selbst dann, also, da ist ja nicht mal mehr ein Knight, oder? Nee. Sehe ich die gerade nicht. Doch einer noch. Aber gut. Dafür hat er jetzt irgendwie 4 Minuten Tech investiert oder so. Easy Red Spot. Und also die Hero Kills, die waren ja jetzt schon crazy, ne? Aber wenn der das Holy Light Level 2 ist und der Stormbolt Level 2 ist, dann wird das ja alles noch viel crazier. Jo, und jetzt gibt's da noch eine 12er Claw für den MK. Arcmage ist da zurückgezogen worden, damit hier, wie du schon sagtest, Third und Second Hero da noch mehr Level bekommen. Und wir haben Holy Light Level 2. Mountain King, für den hat es noch nicht ganz gereicht hier. Und Edo, der muss sich mit den Orange Spots hier unten begnügen. Kriegt den Lich Level 2, der gerade noch rauskommt, aber das reicht halt einfach nicht. Wieder war es ein Early Cryptlord Kill, der Leon in die Zeit gekauft hat. Diese Army ist fast schon perfekt, ne? Wir haben Sorceress mit Adept. Da würde ich fast auch mal gerne ein paar Schafe sehen, weil gibt ja kein Dispel dagegen. Knights mit Inner Fire, da kann man auch nicht so viel gegen tun. Und wenn, dann werden die halt rausgesteppt. Leon fühlt sich so sicher, der geht nicht mal Divine Shield. Das ist einfach direkt Devotion Aura. Das ist wohl korrekt. Chat sagt, inzwischen steht es übrigens 10-0 an Heroes. das ist so. Edo jetzt am nächsten Red Spot, aber ich glaube, da wird er nicht lang glücklich. Nee. Ist bei 80 Spite, zieht hier alles zusammen. Das war ein ganz okayer Call. Und jetzt mit dem Narrow im Rücken, mit dem Spirit Tower im Rücken, das überlegt sich vielleicht Leon nochmal. Weil die Zeit tickt ja auch für ihn, genauso wie die Hammer von den Militia oder von den Pestens, die hier die neue Town Hall bauen. Das ist richtig. Jetzt kommen hier die ersten Schrapnelle hineingeflogen in die Undead Armee. Aber mittlerweile ist es supply-mäßig zumindest einigermaßen ausgeglichen hier. Hero-Levels sind halt weiterhin das Problem. Ja. 4-3-3 bei Leon, 3-2-2 bei Edo. Upgrades 1-1, aber beide Defense-Upgrades, interessant. 1-1-2 bei Leon. Flair gibt nochmal ein bisschen Vision und Edo hat, glaube ich, nicht so den großen Plan über die dritte Base. Noch nicht zumindest. Ist halt auch nur eine Abo da, ne? Also das ist nicht viel, da ist nicht viel Frontline bei Edo. Und vor allem nur die Level 1 voll. Ja, das tut am meisten weh. Und weil hier alles zusammen gecreept wurde, bringt das jetzt auch nicht das Level 3. Und mehr ist hier nicht. Muss er sich irgendwie holen. 96 Supply für Leon. High Upkeep. Das ist so sick. Die Upgrade-Leiste auch bis zum Spielfeldrand zugemacht hier mit Flying Machine Bombs. Control Magic kommt jetzt auch noch mal. Ah, Warcraft, wie wir es lieben. Edo geht auch ins High-Upkeep. Und jetzt weiß er es. 4 Ghule oben an der Echse. Leon muss reagieren. Ja, die rennen da zumindest hoch erstmal. Und Leon jetzt mit dem TP direkt hier. Also zündet. In den Fight nicht nehmen, sondern TP zur Echse. Will den Vorteil behalten, der einen Goldmine mehr. Brauche auch natürlich im High-Upkeep. Und kriegt hier zumindest mal 3 Ghule. Den 4. könnte er wahrscheinlich auch noch kriegen. Aber auch Edo jetzt mal abgibt auf 85 Supply hoch. Hatte Edo da nicht Zeit für einen Red Spot? Warum geht er zum Orangen? Ist das ein bisschen ineffizient? Ja. Jo. Leon weiß genau, was Sache ist. Ja, wird direkt gescoutet mit dem Flair und ab geht's auf den Ogre Lord. Jetzt, den könnte er aber noch kriegen hier. Okay. Clock of Flames für einen Crypto natürlich super nice. Wir haben übrigens Spike Carapace. Also selbst die Hero-Skills sind Banane heute. Red Spot hat er und vor allem DK Level 3 hat er. Und Healing Wards. So, jetzt Downhill mit Healing Wards und Destroyer in der Luft. Der war ja Skifahren, ne? Mit Downhill kennt er sich aus. Blizzard auf die Banshees, wenig Anti-Magic. Dieser Fight wird crazy. Endlich Level 2. Die Heal Wards, die laufen eine ganze Weile. Oh, Leon, er könnte sie sogar übernehmen. Jetzt hat er es. Da wird natürlich auch die Duration neu gestartet. Und da kann Edo nicht so viel gegen machen.
Oh weia, das ist so viel Healing. Ich glaube, Edo rafft es nicht, dass es nicht mehr seine Heal Ward ist. Das nicht unbedingt. Allerdings hat Leon keine einzige Flying Machine mehr in der Luft. Und ich sehe da 5 Destroyer. Und der Mountain King ist auch down. Und Edo Boy, der dreht das hier gerade so ein bisschen. Greift weiter an, hat zweimal noch weniger Supply, aber trotzdem sieht es ganz gut aus. Der Lich steht weiter vorne drin, der Crypt Lord wird jetzt angegangen. Nächsten Heal Ward hier positioniert von Leon. Der haut den zweiten da direkt mal raus. Da kommt die nächste Keule geflogen, ja, auf den Crypt Lord drauf. Der wird mal hochgehalten. Der Star steht ebenfalls drin. Die Nova ballert aber rein. Mittlerweile der Lich auch Level 3. Die ganzen Caster gehen hier down auf Seiten von Leon. Nur noch 71 Supply für ihn. Edo Boy TP't nochmal raus hier mit den Destroyern, die er noch in der Luft hat. Nimmt den letzten Caster mit Level Up für den Archmage Zorn nochmal. Und mit den Destroyern hat er gut Damage gemacht, aber. Ja, die Spellbreaker, die kann er nicht angreifen mit den Destroyern. Ist so, da braucht er aber bis gegen und er hat nicht nachgebaut im Fight. Da war er makrotechnisch ein bisschen überfordert, weil natürlich war es ein riesen Fight. Es war es war super schwer, da alles richtig zu micro und dementsprechend fehlt es jetzt natürlich an allen Ecken und Kanten. Leon mit mehr Gyros, um mehr Counter zu haben, zieht hier nochmal ein Slaughterhouse runter. Und da ist halt die dritte Base ab bei Leon. Wir sind bei der 21-Minuten-Marke. Die Main Base, die macht's nicht mehr lange. Wir schauen kurz drauf. Zack, da haben wir, stürzt sie ein. Bei Edo hält's noch ein bisschen, weil der natürlich harassed wurde. Und was machst du gegen die Breaker und die Heroes? Level 5, der Mountain King ist down. Das war enorm wichtig. Paladin aber auch schon Level 4. Destroyer haben keine Angst vor den Gyros. Die will er rausnehmen. Aber ich glaube, Leon hat das Ding... Oder? Wenn er jetzt auf 80 hochpumpt mit 2 neuen, 3 neuen Gyros? Ja, es ist immer so die Frage, wie hoch kommen die Undead Heroes noch? Aber die Human Heroes sind natürlich auch relativ stark. Trotzdem kämpft er hier ohne Mountain King aktuell immer noch. Oh, Destroyer gegen Flying Machines. Nächster Destroyer down. Leon wieder 81 Supply. Edo 60. Jetzt sind wir in der Mitte. DK kurz vor Level 4. Da fehlen noch 4 Experience Points für die nächste Aura. Eine Statue wieder da, um die... Destroyer hoch zu heilen und Zeit läuft jetzt natürlich deutlich für Leon. So ist es. Die Main ist leer. Kann sich Edo den Highground hier holen? Er versucht es auf jeden Fall. Das sollte Leon relativ schnell rausfinden. Holt sich das dritte Upgrade für Knights und Breaker. Banshee direkt wieder rausgenommen und die Gyros, die dominieren einfach. Dann hier mitten rein, Destroyer kümmern sich weiter um die Destroyer, um die restlichen Flying Machines, 3 Stück sind noch am Start, der Level 5 Archmage ballert jetzt hier auf den Lich drauf, der wird surrounded, der kommt da nicht so wirklich raus, aber die Info-Potion übergeben wird direkt gezündet von Seiten von Edo Boy, der haut nochmal einen Healing Ward raus, aber die Flying Machines sind einfach die Übermacht hier in der Luft, nur noch 2 Destroyer sind da, jetzt das nächste Surrounding hier auf den Crypto, der hat zwar noch einen Town Portal und muss das auch direkt nutzen, aber jetzt auch alle Destroyer down und Edo Boy runter, 34 Supply, nur noch die anderen Tiere sind da, muss raus tippen hier und jetzt geht's auf die Goldmine drauf, die einzige, die Edo noch hat, das ist zwar nur der zweite im Bau, aber ja, 30 gegen 80. Oh, der Damage ist so sick. Auf geht's, Blizzard drauf, da wird nicht mehr repaired. Die Tower halten auch nicht lange aus. Edo, wie lange machst du es noch? Wie lange tust du dir das noch an? Die Human Übermacht gegen den Boy. Hier kommt Clap, da haut er die Acolytes alle komplett kaputt. Da hat er mit dem Hammer um den Tisch gehauen. Exit down. Und oben rennt Edo Boy jetzt allerdings auf die zweite Expansion von Leon. Oh, der hat zu viel. Heal Potions überall, Heal Scrolls, TP. Und da ist kein TP bei Edo. Der hat 31 Supply und muss jetzt diesen Fight gewinnen. Level 5 Crypt Lord mit dem Level 3 Impale. Aber bringt natürlich alles nichts gegen jetzt einen Spellbreaker. Der kommt nicht raus. Blizzard wieder rein. Stormbolt auf den DK drauf. Der hat noch eine Healing Potion. Wird nicht so viel bringen hier. Schön Invisible gecastet direkt auf den Archmage drauf. Und der DK, der ist Geschichte da oben. Ja, ist alles Geschichte. Jetzt Flying Machines noch rein. Impale auf eine Sorceress. Und auch die wird sogar noch mal rausgestacht von Leon. Lich wird surrounded. Es ist das Ende dieser Series. Leon holt sich mit Sicherheit das 2-0. 3 Punkte für ihn, da haben wir's. Und das war enorm wichtig. Nach der Niederlage gegen Kevin ist Leon wieder da. Ohne Map-Verlust, 3 Punkte eingesackt. Dementsprechend auch eine Map besser als Todd in diesem direkten Vergleich gegen Edo. Und wir haben es jetzt schon in den letzten 4 Wochen ein paar Mal gesagt, es zählt jeder Punkt im Rennen um die Playoffs. Richtig, diese eine Map, die er da geholt hat, das gibt ihm zum Beispiel ja auch wieder den Vorteil, dass im direkten Vergleich gegen Todd könnte ihm zum Beispiel ein 2-1 schon reichen dann, durch die eine Map, die er da mehr geholt hat, statt eben dem 2-0, um dann am Ende vor ihm zu stehen. Deswegen haben wir es gesagt, jede Map ist wichtig. Ja, Edo Boy,
von der Tabelle her jetzt wahrscheinlich schlechter als seine eigentliche Leistung, würde ich behaupten, aber eben, weil er die ganzen Klopper hat und der wird hinten raus dann aber durchstarten, weil er eben hinten raus dann eher gegen die Leute aus dem unteren Tabellenfeld spielt und da definitiv dann auch Chancen an Maps zu holen, aber in dieser Saison ist ja ganz verrückt, hier ist ja alles möglich. Ja, denke ich auch. Also wenn Edo sich die Motivation aufrechterhalten kann, er hat ja jetzt das ungeliebte Human-Matchup bis auf Changer hinter sich, also 2 von 3 sind erledigt mit Tom und Leon. Da hat er jetzt nächste Woche einen Francis, wo es auch sehr hart ist. Danach geht's gegen Kevin, da kann er vielleicht mal die Garks auspacken, vielleicht macht ihm das mehr Spaß. Ja. Und dann kommt das etwas leichtere Restprogramm hoffentlich. Also die nächsten 2 Wochen auch alles andere als einfach für den Boy. Aber ja, bevor wir zu doll oder zu viel über Edo reden, holen wir doch einfach mal Leon dazu. Was für ein Game, Alter. Also, ich habe ja so ein bisschen eine Ahnung, worum es in Warcraft 3 geht. Ne? Also, ich habe da so Timings und Strategieabläufe und so. Und das hast du heute mal alles über den Haufen geworfen. Was war das für ein Creeping? Was waren das für Echsen? Was waren das für Tech-Timings? Wo holst du das denn her? Ja, ich habe halt mir ein paar Gedanken gemacht und bei einem Spieler, der immer das Gleiche spielt, hat man natürlich viele Möglichkeiten, einfach auszuprobieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Er wird immer das Gleiche spielen. Und das macht er auch sehr gut, muss man sagen. Und ich habe einfach Creep-Routen ausgewählt, wo ich wusste, damit rechnet er nicht. Und ich glaube, es ist generell sehr schwierig. Ich hatte ja auf Tidehunters relativ schnell Level 4 Archmage. Einfach, weil ich so viel gekriegt habe, dem her. Habe ich mich ziemlich gefreut. Habe da trotzdem Fehler gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte. Surrounded werden und so, weil dann ist der Druck weg, da habe ich mir das Spiel noch unnötig schwieriger gemacht, sage ich mal. Da waren viele Patzer drin, auch in beiden Spielen bin ich komplett zufrieden. Also das letzte Spiel war tatsächlich vom Ablauf etwas sauberer, sage ich mal. Und das erste Spiel war so ein bisschen so, oh, abtasten und hier und da Fehler gemacht, irgendwie Holz zu wenig gehabt, irgendwie Worker sind rumgelaufen wie wild, hatte zu wenig Holz am Anfang, um die Echse hochzuziehen und alles. Aber ja, die Idee war da, die Strategie war da und ich hatte Level 3 Archmage in seiner Base und er war gerade oben bei seiner Base. Also ich wusste, er ist out of position. Das wusste ich, dass ich das hinkriege und musste einfach irgendwie dranbleiben. Ja. Nice. Slash, deine Fragen zu diesem verrückten Irrenhaus von der Series, die wir hatten. Ja, erstmal Glückwunsch zum 2-0. Und die große Frage, die sich der Chat auch gestellt hat, 10 Hitpoints mehr auf Melisha jetzt Imbar oder nicht? Weiß nicht, ob man es in dem Spiel gesehen hat. Sowieso immer im Ball. Ich finde der Human sowieso viel zu stark. Merkt man ja auch, dass ich jetzt letztens auch sogar gegen Happy mal gewonnen habe. Deswegen sind schon Anzeichen da, dass Human einfach viel zu krass ist. Deswegen ja. Müssen wir mal gucken. Beim nächsten Patch würde ich schon gucken, dass vielleicht einfach die Duration nochmal von den Peasants für Militia und so. Habt ihr gesehen, ich konnte einfach rüberlaufen creepen. Das ist eigentlich viel zu krass. Und solche Sachen. Aber das ich glaube, Blizzard wird sich das nochmal anschauen und ja, also Human muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen irgendwie genervt werden, das ist klar, ja. Okay, bist du der festen Überzeugung, ja? Ja, immer. Human ist overpowered, aber so. Okay. Letzte Woche hast du gesagt gegen Kevin, beziehungsweise du hast danach geschrieben, ich habe mich selber geschlagen. Hat dich dieser 2-1-Ding für diese Woche nochmal mehr angespornt oder bist du genauso jetzt rangegangen wie die anderen Wochen auch? Also bei Kevin habe ich mich halt wirklich, eine Woche lang mich von Lawler halt durchprügeln lassen und von Pato. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also an sich für meinen eigentlichen Werdegang irgendwie mehr zu grinden hat es geholfen, weil ich dann mehr das Matchup verstanden habe, aber es war halt wirklich Metabasis und Kevin ist halt ein sehr kreativer Spieler, hat mich auch hier und da überrascht. Ich habe auch nicht wirklich gut gespielt, meines Erachtens. Viele Sachen sind nicht so gelaufen, wie ich wollte. Komische Entscheidung getroffen, das passiert manchmal. Genau, da habe ich gegen mich selbst verloren, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Und bei Edo habe ich halt gedacht, naja, da kann man sich halt nicht so viele Gedanken machen im Sinne von, ich habe jetzt keinen Spieler, der jetzt ganz viele unterschiedliche Stile spielt, also muss ich mich einfach auf einen Style vorbereiten, dafür entscheide ich mich, so werde ich spielen und wenn es nicht hinhaut, ist es so. Also habe ich mich ein bisschen lockern können und ja, natürlich ärgerte das mich ein bisschen gegen Kevin, weil ich da schon viel Kraft und Zeit reingesteckt hatte, einfach weil ich gegen Topspieler ganz viel gespielt habe und merkte, an sich hat es auch viel gebracht, muss man schon sagen, aber gerade gegen Kevin habe ich gemerkt, dass ich dann auch, wenn ich unter Druck stehe und auch nervös bin, dann einfach zu viele Fehler gemacht habe. Aber er hat verdient gewonnen und war am Ende einfach mein Fehler. Ich habe es einfach nicht sauber runtergespielt. Du hast die Woche zusammen mit Todd gestreamt. Ihr habt beide Ladder Games gemacht und euch gegenseitig da ein bisschen Tipps gegeben und so. Wer hat da mehr draus ziehen können, du oder er? Ach, gute Frage. Also, weil eigentlich fühle ich mich auch nicht
in einem Level, wo ich sage, dass wir jetzt ständig uns irgendwie da Sachen sagen können, weil wir beide einfach auf einem hohen Level spielten und ich viele Dinge selber dann auch weiß. Also war ja auch einfach so ein bisschen so ein Chill-Stream, die ganze Zeit gegen Hitman gespielt, der hat auch einfach das Zauberer runtergezogen und mich dann auch nackig gemacht halt und mal habe ich auch mal gewonnen, aber ich würde sagen, an sich habe ich jetzt für mich viel rausgewonnen, weil ich aber für mich durch die Spiele was gelernt habe, aber durch die Tipps waren jetzt ja nicht große, entscheidende Tipps, außer guck mal bei Marketplace nach, ob da ein gutes Item für dich ist, würde ich immer machen. Also sind schon Sachen, die, klar, das habe ich so nicht drüber nachgedacht oft, weil ich da aber nicht reinschaue, weil mir die Dinger zu teuer sind. Ja, also wenn ich einen Fast Expansion mache, dann will ich das in Units investieren und nicht in ein teures Item, was ich eh creepen kann. So. Aber das ist so mein Ding. Wir sind einfach auch unterschiedliche Spieler. Todd ist einfach super konstant, das macht ihn aus. Ich bin eher so ein Spieler, ich mag auch gerne so ein bisschen zu wechseln in meinen Strategien. Aber an sich war es nett, mit ihr einfach zu quatschen. Und ja, ich teile nicht so dieses Whining, das ist nicht so meins. Bin trotzdem genervt, wenn ich verliere. Das teilen wir uns, glaube ich, diese Eigenschaft. Und da können wir auch mal uns verbinden. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, du siehst dich schon zumindest auf einem ähnlichen Level wie Todd. Todd ja durchaus bekannt als einer der Top 5 Humans. Und die Frage, die ja bei dir im Chat und auch hier im Chat immer aufkommt, wer ist denn jetzt der beste Human der Welt? Würdest du dich da als konkurrenzfähig sehen oder sagst du, nee, da sind andere doch noch wesentlich weiter? Na, ich sag mal so, von meinem Spielpensum habe ich natürlich einfach, bin ich einfach fit, sag ich mal. Bester Spieler der Welt ist mal so eine Sache. Ich finde einfach, es ist auch Matchup-abhängig. Also, ich finde einfach Sorg zum Beispiel richtig stark gegen Nachtelf-Teils. Jetzt gegen Lorelight hat er komplett versagt. Aber das sind auch so Tagesformen. Ich finde, Humans sind halt sehr Diven-mäßig unterwegs. Die haben halt mal eine schlechte Laune und dann läuft der Laden nicht, da wird mal schlecht gecreept und sagt, das Team sind mal ein bisschen laissez-faire, also keine Ahnung. Aber so an sich sehe ich mich schon sehr weit oben, was jetzt Humans angeht, weil ich einfach viel spiele. Und ich würde sagen, dass ich auch in bestimmten Matchups auch auf jeden Fall ganz oben mit dabei bin, weil ich einfach auch von den Besten lerne. Wir geben und nehmen so ein bisschen. Ne? Und bei Happy habe ich so mein eigenes Ding gefunden und würde auch sagen, dass manche Sachen, die Zock dann so gespielt hat, ich anders machen würde, aber das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist. Also ich sehe mich auf jeden Fall weit oben, aber weil ich viel spiele, aber ich würde jetzt irgendwie so bester Human der Welt, da finde ich das schwierig, weil es einfach zu divers ist, dieses Spiel. Es hat einfach zu viele unterschiedliche Faktoren. Wunderbar. Ja, nächste Woche sehen wir uns ja. Dann können wir da gerne nochmal eine Runde weiter drüber diskutieren. Da bin ich jetzt durch. Alles klar. Gut, dann lassen wir dich auch gehen. Es wird langsam spät. Du schläfst heute als ESL-Meisterschaftstabellenführer ein. Yes! Oh, ist das schön. Also ich meine, ich muss auch sagen, gerade gegen Edo. Edo ist einfach auch eine Maschine und findet immer wieder Wege auch ins Spiel zurück. Also es war wirklich auch im Kopf viel, aber ich merkte dadurch, dass ich halt vor gegen Scars Criplord ein bisschen geübt habe. Ich habe gelernt, nicht mehr gegen Lorelight, sondern einfach gegen Scars. Und Scars hat wirklich sich gut angestellt. Habe ich einfach ein bisschen gelernt, einfach locker ranzugehen, die Sachen runterzuspielen und einfach meine Creep-Routen sauber zu machen. Das ist, glaube ich, oft das Wichtigste, sich einfach wirklich auf seine Strategie zu konzentrieren. Man hat sich entschieden und basta. So, das habe ich gelernt. Und vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich jetzt. Ich werde es auf jeden Fall erstmal richtig schönes Wasser trinken darauf. Und ja, danke fürs Interview. Macht's gut. Äußerst gerne. Leon, bye-bye. Tschüss. Ciao. Wasser heute hoch im Kurs. Das ist auf jeden Fall das Geheimrezept anscheinend. Bei Tom haben wir es gesehen, bei Leon haben wir es gehört. Die Hydro-Homies, sie halten zusammen. Und, ja, die Water Elementals, die haben es heute geregelt. Sowohl im Ork-Mirror als auch hier. Nett gegen Human. Übrigens, bevor der Chat jetzt wieder sagt, schon fest davon ausgegangen, dass Leon nächste Woche gewinnt, weil ich gesagt habe, wir sehen uns nächste Woche. Nein, ich sehe Leon nächste Woche offline. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt, darum ging's. Was macht ihr da? Das könnte man vielleicht dann auf diversen Social-Media-Kanälen erfahren. Ich darf dazu aber noch nicht viel verraten. Aber nächste Woche werdet ihr es erfahren. Wieso bin ich nicht eingeladen? Du weißt, du bist einer der, du bist sogar der Einzige, der nicht dabei ist, der weiß, worum es geht eigentlich. Ich bin verwirrt. Ich bin die letzten zwei Stunden schon verwirrt. Anyway, wir haben eine upgedatete Tabelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist der aktuelle Tabellenführer der gute Leon. Zwar mit einem Spiel mehr als seine Lordschaft, die morgen ins Rennen geht, aber immerhin 10 Punkte. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man an einem Dienstag spielt. X-Lord hat immer noch keine Map verloren an den ersten drei Spieltagen und das könnte allerdings morgen sich ändern. Wenn X-Lord gegen Kevin spielt, dann haben wir da ein absolutes Top-Match. Zwei von drei ungeschlagenen Spielern
der Meisterschaft. Der andere ist noch Todd. Den sehen wir morgen auch im Match gegen Scars, der noch einiges aufzuholen hat. Und es ist ein Rematch von einem Halbfinale der letzten Saison. Also es ist ein Rematch vom Grand Final der letzten Saison und ein Rematch von dem Halbfinale der letzten Saison. Morgen würde ich an meiner Stelle Meisterschaft nicht verpassen. Nee, auf keinen Fall. Definitiv anmachen. Der gute Wahn ist dann am Start. Auf den freue ich mich ja auch wieder. Ne? Das ist immer schön, dem Herrn zuzuhören. Ich kann es leider, wie gesagt, nicht live sehen, aber ich werde es mir spätestens dann als VOD angucken, was ihr natürlich auch machen könnt. Solltet ihr das heute verpasst haben, gibt es das Ganze auf als VOD immer auf YouTube, die einzelnen Matches. Und wenn ihr was verpasst habt, lohnt sich auch da mal was nachzuholen. So ist es. Wir haben noch nachzuholen die zweite Hälfte der Tabelle. Da könnte Scars morgen einen großen Sprung rausmachen. Hat ja bisher nur Ork Mirror gespielt, seine Stärken vielleicht ein bisschen woanders. TBJack und Tedstar, Changer und 84 sehen wir dann wann anders. Also morgen geht der Blick eher Richtung Kopfseite der Tabelle. Slash, es war wieder eine große Freude mit dir. Das waren richtig gute Matches heute. Ja, hat mir gefallen. Waren auf jeden Fall gute Matches. Spannender als das Ergebnis vielleicht sagt, zumindest beim 2-0. Das 2-1 hat durchaus geliefert. Aber ja, also das, was vorher versprochen worden ist, das hat man gehalten. So ist das hier in der Meisterschaft. Auch wenn wir ein bisschen spät dran waren, haben wir trotzdem delivered. Und morgen sind wir auch wieder ein bisschen spät dran. Wir starten um 20.30 Uhr, also die Vorberichterstattung natürlich wieder um 20.15 Uhr. Direkt, wenn das Wetter bei der Tagesschau vorbei ist, rauf auf Twitch und hier auf Back to Warcraft die Meisterschaft gucken. Todd gegen Scars und das Grand Final Rematch zwischen X-Lord und Kevin. Große, große Freude. Slash, ruh dich gut aus. Wir sehen uns die Tage. Und liebe Leute da draußen, habt einen feinen Abend. Feine, feine Kerle alle hier. Tschüss. Ciao.